einmal zum Ende des Jahres eine kleine Übersicht, was am Wartburg Kombi bisher so passiert ist und welche Baustellen noch anstehen. Wie man sieht, ist die rechte Seite noch unangetastet. Das Seitenteil ist noch so, wie es vom Vorbesitzer hinterlassen wurde. Das Gerüst, was man hier sieht, ist eingeschweißt worden, um den zu versteifen. Hier drinnen liegen noch Winkeleisen, die sind ganz gut, um längere Bleche abzukanten. Ein paar Dinge, die ganz zu Anfang erfolgt sind, nachdem das Fahrzeug demontiert wurde, sind typische Roststellen, die die Wartburgs alle haben. Hier im Bereich der Spritzwand rostet gerne dieser Bereich hier durch. Der Außenkotflügel befindet sich ungefähr in diesem Bereich. Das heißt, dieser Bereich hier liegt außen und bildet ein Plateau, auf dem sich Rost gerne bildet. Denn hier sammelt sich Schmutz, Wasser und bildet eine wunderbare Mischung, die auch länger die Feuchtigkeit hält. Hier ist ganz zu Beginn das erste Blech eingesetzt worden. Das Ganze hier mit dem Schutzgasschweißgerät, also mit dem MAC-Verfahren. Der Bereich hier wurde rausgetrennt. Es wurde ein passendes Blech angefertigt und zugebogen und hier eingeschweißt. Wie man hier sieht, kann man noch so ein bisschen die Schweißpunktnaht des Schutzschweißgerätes erkennen. Hier wurde auch mal ein bisschen was repariert. Hier waren diese Löcher ausgerissen, weil das Fahrzeug wohl mal einen Frontschaden hatte. Die rostigen Bleche hier wurden einfach mit Phosphorsäure überstrichen. Das führt dazu, dass der Rost umgewandelt wird. Eine Phosphatierung sozusagen und das Blech dauerhaft schützt. Hier oben sieht man die Fahrgestellnummer bzw. die Karosserienummer. Die Fahrgestellnummer natürlich nicht, die Karosserienummer. Das heißt, es ist eine 62er Karosserie mit der Nummer 1440. Die nächste Stelle, die am Fahrzeug gemacht wurde, ist diese Seite. Auch hier wurde ein Blech entsprechend angefertigt. Kann man hier auch sehen. Hier ist schon wesentlich besser. Man sieht also, je mehr man an solchen Fahrzeugen arbeitet, umso besser werden auch die Ergebnisse. Hier kann man schon gar nicht mehr erkennen von dieser Seite, wo die einzelnen Schweißpunkte sind. Hier oben sieht man noch so ein bisschen so ein paar Schweißpunkte. Und hier wurde im Prinzip dieser ganze Bereich einmal nachgefertigt und eingesetzt. Hauptaugenmerk dabei war immer, so viel Originalsubstanz wie möglich zu erhalten, also das zu entfernen, was tatsächlich nicht mehr erhaltbar oder nicht mehr sinnlos, beziehungsweise, Entschuldigung, sinnvoll erhaltbar war. Auf diesem Teilstück hier, da befand sich die A-Säule. Glücklicherweise habe ich zwei neue A-Säulen, die allerdings von einem späteren Baujahr stammen. Die sind zum Teil auch schon von mir entsprechend angepasst worden. Die kommen hier nachher rein. Die haben auch schon mal Probe gesessen und auch mit der Tür. Das passt also alles ganz gut. Hier unter dem Bodenblech ist eine Versteifung bzw. ein Träger. Das kann man ganz gut hier sehen, wenn man in diese Richtung guckt. Das heißt, das Bodenblech und die Spritzwand bilden hier unten einen Träger, der das Fahrzeug quasi in Querrichtung stabilisiert. Dieser Bereich hier, wo ich jetzt gerade drauf zeige mit der Lampe, der ist durch einen Unfallschaden verformt. Hier hat sich das Getriebe eindrücklich verewigt. Das muss also noch repariert werden. Hier an dieser Stelle ist das Bodenblech punktgeschweißt gewesen. Diese Punktschweißung war so lose, dass sie sich ohne größere Probleme und ohne größeres Ausbohren einfach lösen ließ. Dieser Bereich hier ist auch schon bereits saniert worden. Das heißt, hier ist ein Blech eingesetzt worden, was entsprechend auch angekantet ist. Eine der größeren Baustellen ist hier der komplette Längsträger oder auch Schweller. Der ist einmal komplett neu angefertigt worden, ist gekantet worden. Das habe ich allerdings bei einer Blechfirma machen lassen, weil das 1,2 mm Blech ist. Das entspricht den Vorgaben, die ich hier im Fahrzeug vorgefunden habe. Und das ist mit meinen Mitteln recht schwer umzulegen, so dass es nachher auch sauber ist. Die Endkappen hier, die sind so, wie sie im Original gewesen sein dürften, umgeformt worden. Und das Ganze hier ist im Bereich dieses Schwellers alles autogen geschweißt worden. Hier sind die Unterkanten der B-Säulen. Auch die sind angefertigt worden und
damals noch mit dem Punktschweißverfahren sozusagen oder dem Pilgerpunktverfahren mit dem Schutzgasschweißgerät erstellt worden. So, jetzt muss ich mich hier einmal so ein bisschen durchschlängeln. Die Werkstatt ist relativ klein. So, kommen wir nochmal zum Schweller. Die B-Säule, der untere Bereich, der ist noch ohne spezielle Karosseriewerkzeuge hier erstellt worden. Also hier war noch keine Sickenmaschine oder keine anderen speziellen Werkzeuge dabei. Das Ganze wurde einfach mit Schraubstock und entsprechenden Unterlagen und Hammer so hingeformt, wie man es hier gerade vorfindet. Das Ganze kann man vielleicht noch ein bisschen schöner machen, ist aber eben eine der ersten Arbeiten hier am Fahrzeug. Und so ein bisschen kann man auch noch die Punktschweißnaht, die mit dem Schutzgasschweißgerät vorgenommen wurde, sehen. Auch hier der Bereich war vormals ganz gut verrostet, ist dann einfach mit Phosphorsäure gestrichen worden, sodass der Rost verschwindet und das Blech konserviert ist. Kommen wir nochmal zurück zum Schweller. An dem Schweller hier ist eine, ja, wie soll ich das nennen, so eine Schwellerbanane nach hinten angeflanscht, die auch autogen angeschweißt ist. Die war eine besondere Herausforderung und dafür wurde dann auch schon so ein bisschen mit Stauchstreckwerkzeugen gearbeitet. Sieht einfach aus, das Teil, aber durch die Krümmung und die verschiedenen Falze und die Materialstärke von 1,2 mm ist das doch schon eine besondere Herausforderung. Und alleine die Feststellung, wie das Ding mal vorher ausgesehen hat, war schon nicht ganz ohne. Hier ist übrigens, weil man ja eigentlich nichts wegwerfen sollte, was man vielleicht nochmal als Muster oder als Referenz braucht, die Schwellerbanane, so wie ich sie am Fahrzeug vorgefunden habe. Wie man sieht, ist da nicht mehr allzu viel übrig. Hier ist auch schon mal geflickt und repariert worden. Man sieht hier auch die Nähte, die da durch die Reparatur irgendwann mal erfolgt sind. Ein bisschen Bemaßung, also sieht jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen besser aus. Bei solchen Teilen lohnt sich auch wirklich nicht die Teilsanierung, weil die Substanz einfach zu schlecht gewesen ist. Kommen wir mal zum Federtunnel hinten. Auch hier ist ein größerer Bereich ausgetauscht worden. Das heißt, hier in diesem Bereich ist eine Naht gewesen. Das, was hier so grob aussieht, diese Metallstücken, die man hier sieht, die sind tatsächlich genauso, wie sie ab Werk dort angeschweißt wurden. Die habe ich nicht entfernt oder verändert. Lediglich dieser untere Bereich hier, der wurde mal erneuert. Hier so eine komische Sicke, die ist auch bei den späteren 3.11ern irgendwie regelhaft da. Wofür die genau ist, konnte ich bisher leider noch nicht feststellen. Da sie aber eben an dem Fahrzeug dran war, ist sie jetzt auch hier wieder eingesetzt worden. Hier gibt es dann noch ein C-Blech oder eine Kofferraumeinfassung. Die kommt nachher hier rein. Die hatte ich auch schon einmal saniert, war allerdings nicht so maßhaltig, wie es hätte sein müssen. Deshalb habe ich ja nochmal so einen Rahmen angefertigt, der quasi die Tankabmaße genau aufgreift. Das ist eins der Projekte, die dann nächstes Jahr fortgesetzt werden müssen. Das muss also nochmal entsprechend angepasst und angefertigt werden und soll dann den Tankrahmen so bilden, dass der Tank auch ohne Probleme nachher in dieses Fahrzeug wieder reinpasst. Eine besondere Herausforderung an diesem Fahrzeug ist der Holzrahmen. Wie man sieht, hat dieses Fahrzeug hier ein Holzgerüst, quasi wie ein Fachwerkhaus. Das heißt, es gibt eine Blechplattform unten, dann gibt es ein Holzgerüst, was hier aufgebaut wurde. Und dieses Holzgerüst wurde dann mit Blech beplankt. Also quasi eine Bauweise wie zu Zeiten des Kutschenbaus, also klassische Stellmacherarbeiten. Das Ganze macht das Ganze etwas komplizierter, weil man eben nicht nur mit Blech, sondern hier auch mit Holz arbeiten muss und das Ganze eben eine tragende Verbindung nachher eingehen soll. Wie man das da drüben auf der Seite erkennen kann, ist Holz recht anfällig. Dieses Fahrzeug hat hinten Ausstellfenster in dem Bereich der Scharniergelenke. Dort kommt es wohl hin und wieder mal zu Wassereinbrüchen, so auch bei diesem Fahrzeug. Und das führt dazu, dass dort eben in diesem Kreuzbereich das Holz anfängt zu verrotten.
und dann eben saniert werden muss. Das war auf dieser Seite genauso. Hier war quasi in diesem Kreuzungsbereich sozusagen das Blech komplett verrottet. Hier nochmal ein Teil, so wie es vorher aussah. Dies hier ist sozusagen die C-Säule. Genau wie man sieht, ist da nicht mehr viel übrig. Das heißt, die wurde dann einmal neu erstellt. Das sieht man hier hinter und eingesetzt. Und dieser Bereich hier in der Mitte, dieses Teilstück hier war auch komplett zerstört und wurde dann eben auch ausgetauscht und passend hier eingesetzt, nachdem es mit Fräsmaschine sozusagen zugefräst wurde. Damit das Ganze wieder seine Stabilität bekommt, gibt es noch eine Verstärkung, was im Original eigentlich nicht so ist. Das heißt, es ist hier nochmal zusätzlich mit Blechstreifen unterlascht. So ähnlich ist allerdings auch hier vorne die Befestigung zur B-Säule. Also der Holzübergang zur B-Säule ist quasi mit identischen Schraubenstärken, Muttern etc. ausgeführt. So dass es nicht allzu weit eine Abweichung vom Original ist. Das komplette Holz wurde erhalten, weil eben hier auch zum Teil schriftliche Markierungen sind. Die sind dann auch hier nicht überlackiert, damit man eben diese Originalspuren sozusagen, diese historischen Dinge an diesem Fahrzeug einfach noch erhält. Hier hinten ist eine weitere Holzbaustelle. Das heißt, der Kofferraum ist sozusagen in Holz unten eingefasst. Wie man hier gut erkennen kann, ist dieses Holz extrem verrottet und vergammelt. Das heißt, eine der nächsten Aufgaben im nächsten Jahr wird dann eben sein, diesen Zapfen, den man hier sieht, eben zu erneuern und auszutauschen. Und hier den Holzbereich der rechten Seite des Kofferraums wieder neu zu erstellen. Dann haben wir noch ein weiteres Blechteil, das auch schon in Bearbeitung ist. Das ist das hintere Radhaus oder Radkasten, der auch großflächig eben zerstört war. Wie man sieht, ist hier schon einiges an Blech wieder neu hinzugekommen und eingebaut worden. Auch hier gibt es verschiedene Arbeitsweisen, also ein Teil ist hier autogen eingeschweißt worden. Später habe ich dann mir ein WIG oder TIG-Gerät zugelegt und da ist eben dieses große Blech mit eingesetzt worden. Damit lässt sich meiner Meinung nach deutlich besser, kontrollierter und auch einfacher arbeiten. Wenn diese Teile dann alle zusammen sind, also die Tankeinfassung, der Radkasten hier wieder in Position ist mit den Verstärkungen dort drüben, die dann auch hier natürlich wieder eingesetzt werden müssen, die auch zum Teil schon entsprechend von mir nachgefertigt sind. Das ist also quasi ein nachgefertigtes Blech, was dort drüben quasi einmal, ich nehme jetzt mal ein bisschen an die Seite hier, dort drüben kann man das sehen. Das kommt dann auf dieser Seite, ist also eine Verstärkung des Radkastens. Das heißt, ein paar Teile sind also schon vorgefertigt und das Ganze wartet dann eben darauf, wieder komplettiert zu werden. Größte Baustelle dieses Jahr ist das Seitenteil, immer noch. Und da gibt es ja verschiedene Dinge, die ich irgendwie dieses Jahr in Angriff genommen habe. Zum Beispiel ist es so, dass ich mir ein neues Seitenteil gegönnt habe. Die Dinger sind relativ selten, also habe bisher noch kein zweites gesehen. Von dem habe ich die Formen genommen und habe dann mit dem 3D-Drucker Tiefziehformen und Klopfformen für die markantesten Bereiche dieses hinteren Seitenteils erstellt. Das Ganze natürlich gespiegelt, weil das Seitenteil, was ich hier neu habe, ist ein rechtes Seitenteil und das Seitenteil, was ich hier in Bearbeitung habe, ist ein linkes Seitenteil. Hier kann man ganz gut die Klopfformen sehen. Und die sind eben erforderlich, um den Bereich hier vorne, also den Übergang zwischen dem Seitenteil und dem eigentlichen Kotflügel wiederherzustellen, der von der Form her eben recht markant ist. Warum das so wichtig ist, dass das Ganze passt, damit eben später hier diese Bleche, das sind irgendwie Steinschlagschutzbleche, da wieder drauf passen. Hier kann man das ganz gut sehen. So sitzen die nachher drauf und schützen den Kotflügel in diesem Bereich. Hier sieht man das auch, das sind eben schon mehrere Teile. Das heißt, wir haben hier einmal dieses vordere Teil, was
quasi schon eingesetzt ist. Dann ist hier hinter dieses, die Rundung ist schon größtenteils fertig. Hier der Heckbereich ist auch schon teilweise eben passend eingeschweißt und umgeformt. Hier dieser Bereich ist eben auch passend eingesetzt. Und jetzt fehlt eben noch der Radlauf, der jetzt quasi auch in der Entstehung ist und langsam aber sicher Form annimmt. Wenn das Ganze zusammen ist, dann muss eben hier hinten dieser Bereich noch entsprechend ersetzt werden. Und dann ist dieser Kotflügel, wenn man hier oben ist natürlich auch noch da, wo die ABC-Säule war, der Bereich ist auch noch großflächig vergammelt. Wenn das zusammen ist, dann ist dieses Seitenteil fertig. Wie man hier unten sieht, so ein bisschen einmal ein Blick hinter die Kulisse für die, die nicht regelmäßig gucken, ist das Ganze versteift, so dass man eben die Originalform nachher tatsächlich wieder so hat, wie sie vorher war. Das heißt, überall, wo es relevant ist, finden sich hier Verstrebungen aus Blech, Versteifungen, sodass die Originalform oder die Urform wiederhergestellt werden kann. So sieht's aus. Wenig Platz, viel Arbeit, viel zu tun. Das ist der aktuelle Stand. Ich bin gespannt, wie weit wir nächstes Jahr oder wie weit ich nächstes Jahr mit diesem Fahrzeug bin. Freut mich, dass ihr wieder reinschaut. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare habt, dann gerne an mich. Es gibt natürlich zu diesem Video auch einen Blog. Das heißt, die Arbeiten, die hier gerade eben zu sehen waren, die sind natürlich alle fotografisch dokumentiert worden. Und das findet sich auf der Seite www.blechfreund.de. Da findet man auch Tipps und Tricks zu manchen Dingen. Vielleicht auch den einen oder anderen Produkthinweis. Einfach mal reingucken und dranbleiben. Vielen Dank. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Und schauen wir mal, wie weit wir nächstes Jahr zur gleichen Zeit sind. Ciao.